Also die besonderen Herausforderungen hier am Schloss Drachenburg ist natürlich das Schloss, was ja als Highlight immer gesehen wird und auch gesetzt ist, irgendwie neu zu inszenieren, mit anderen Farben oder auch mit anderen Möglichkeiten. Ne? Wir haben also dieses Jahr uns entschlossen, ein bisschen dynamisches Licht hier einzubringen. Das heißt, es wird sich ein bisschen was bewegen am Licht. Es wird auch ein Video auf eine Seite oder einen Teil des Schlosses geben. Und natürliche Herausforderung, innen auch wieder sich was Neues einfallen zu lassen, was ganz Spannendes zu machen. Und in diesem Jahr ist es so ein bisschen kurios alles. Wir haben hier einige hundert Scheinwerfer und ich denke mal so 3 Kilometer Kabel unterwegs. Also ist schon ein bisschen was zusammenkommt. Es ist ein bisschen stressig, aber es regnet nicht. Und das ist super. Das gefällt uns gut. Wir haben für Schloss Drachenburg jetzt innen quasi alles neue Objekte gebaut in den letzten 2-3 Wochen. Das werden wir auch weiterhin tun. Also die Besucher erwartet einen, sagen wir mal, ruhiger, chilliger Abend. Das heißt, man geht in aller Ruhe hier durch, kommt vom Alltag ein bisschen runter und erfreut sich einfach an den Farben, ne, an den einzelnen Installationen, die wir haben, glaube ich, außen 6 oder 7 Installationen und innen drin nochmal 8 oder 9 Installationen. Erfreut sich einfach daran, geht nach Hause und ist zufrieden. Ich liebe es, abends oder nachts durchzugehen und mit meinen Leuten und dann zu sagen, es ist schön geworden.